Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal das Corsair 4000D Airflow an. Viele von euch dürften das die D-Kennung schon kennen, denn die kommt nämlich von der Corsair Obsidian-Reihe. Und da diese Reihen nicht mehr wirklich fortgeführt werden, aber trotzdem dieses Gehäuse gewisse Features davon, beziehungsweise Styling-Features davon auch beibehalten soll, wurde das hier eben auch beibehalten. Das 4000D gibt es in zwei Varianten. Einmal in der Airflow-Variante, wie wir sie hier haben, und in der geschlossenen Version, sowohl in weiß als auch in schwarz. Ja, das soll einfach ein schlichtes Gehäuse sein, was auf Performance ausgelegt ist. Somit haben wir in der Front ein perforiertes Frontblech und dahinter natürlich auch einen Staubfilter, wie wir es von den meisten anderen Gehäusen auch kennen. Staubfilter sind ebenfalls oben vorhanden und unten am Netzteil. Das Front-IO befindet sich an der Oberseite und besteht aus einem USB 3.0 Typ A-Port und einem 3.1 Typ C-Port. Also somit ja, ist das zwar etwas weniger als bei manchen Konkurrenten, dafür mit USB Typ C allerdings etwas moderner. Natürlich braucht ihr dafür auch am Mainboard einen entsprechenden Anschluss und den haben zwar nicht alle, ist aber mittlerweile immer mehr im Kommen und selbst günstige Mainboards unter 150 Euro haben den. Schauen wir ins Innere, sehen wir als erstes ein ganz normales ATX-Layout, das heißt mit 7 Erweiterungsslots für Grafikkarten und Erweiterungskarten. Zusätzlich dazu vertikal 2 Stück für eventuell eine Grafikkartenmontage. Hier muss man allerdings aufpassen mit der Breite, weil sonst die Kühlung problematisch werden könnte. Bei wassergekühlten Karten ist das natürlich alles kein Thema. ATX Mainboards passen rein. Wer vielleicht ein bisschen experimentierfreudig ist, der kriegt da auch ein etwas breiteres Board rein, also EATX, beziehungsweise diese etwas breiteren eben, die nicht ganz EATX sind. Aber da könnte es dann problematisch werden mit dem Kabelführung, mit der Kabelführung bzw. diesem Blech hier. Lüfter haben wir hier 2 Modelle mit 120 mm. Die sind extra für fokussierten Airflow ausgelegt, das heißt durch ein spezielles Design der Rückseite. Wie gut das funktioniert, werden wir in unserem Test dann im Heft sehen. Dazu gibt es auch noch eine Netzteilabdeckung und die ist nicht nur geschlossen, sondern auch perforiert. Das heißt, hier könnt ihr den Netzteillüfter auch nach oben richten, wenn zum Beispiel die Innenraumtemperaturen etwas hoch sind und ihr wollt da noch ein bisschen nachhelfen. Da kann das Netzteil die Temperaturen vielleicht ein bisschen senken, wenn das wirklich problematisch wird. Oder beispielsweise, wenn einfach ein relativ hoher Teppichboden verwendet wird, damit das Netzteil beim Lüfter unten nicht einfach erstickt oder sonstiges. Wo wir gerade bei Netzteil und Kabeln sind, hat sich Corsair auch beim Kabelmanagement was einfallen lassen, um das ein bisschen einfacher zu gestalten, denn da gibt es immer wieder Nutzer, die da vielleicht etwas fauler sind. Ich gehöre da ebenfalls dazu. Da muss man dann deutlich weniger Zeit investieren und man kriegt vielleicht sein Seitenteil auch ein bisschen einfacher zu. Und zwar ist hier einmal eine Kunststoffbracket, das quasi die Kabel in der Position halten soll und dazu noch Klett. Kabelbinder, um eben die Kabel noch in diesem Kunststoffbracket zu halten. Natürlich gibt es auch hier hinten genug Kabelbinderlaschen und so, dann könnt ihr auch den 8-Pin und so relativ ordentlich verlegen oder relativ einfach, sagen wir es mal so. Und Festplattenmontagemöglichkeiten haben wir hier insgesamt 4 Stück. 2 davon mit 3,5 Zoll oder auch 2,5 Zoll, das heißt, die sind für beide nutzbar. Und dann noch 2 dedizierte 2,5 Zoll Montagemöglichkeiten für SSDs. Und wie das Ganze mit einem System aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. So, wir haben jetzt hier mal ein bisschen Hardware verbaut und natürlich muss man sagen, sowas gibt es auch in anderen Gehäusen, aber hier wurde es mal in einem günstigen Modell implementiert und es ist zwar jetzt kein volles System hier drin, aber anhand der Komponenten sieht man schon, was man eigentlich an einem normalen Rechner verkabeln muss. Das heißt Grafikkarte, Mainboard, sowohl die normalen Anschlüsse als auch unten die Frontpanel-Anschlüsse. Und ja, vorne sieht man schon, dass das Ganze ganz normal aussieht, wie ein ordentlich verkabelter Rechner eben aussehen sollte. Da steckt auch nicht viel dabei, also das kriegt man ungefähr auch bei einem normalen Gehäuse in 5 Minuten so hin. Allerdings sieht das hinten meistens nicht ganz so gut aus. Denn wir haben hier alle Kabel in einem Strang runtergeführt bzw. hoch. Hier sind sowohl die Kabel vom Frontpanel dran, als auch die Stromkabel 24 Pin und der 6 plus 2 Pin für die Grafikkarte. Dadurch, dass das Gehäuse auch relativ viel Platz hat, das heißt zum Seitenteil ist da einiges an Raum, kann man hier das Seitenteil auch noch problemlos schließen. Da kenne ich andere Gehäuse, da ist es deutlich schwieriger. Und auch für die CPU-Kabel haben wir noch genug Punkte, um das Ganze mit Kabelbindern festzumachen. Von daher, ja, das Ganze hat mich ungefähr 10 Minuten gekostet und dann sah das so in etwa aus.
Ist also nicht wirklich zeitaufwendig und dieser Plastik-Guide macht das Kabelmanagement an sich schon etwas einfacher. Vor allem natürlich auch durch die wiederverwendbaren Kabelbinder oder Klettkabelbinder funktioniert das Ganze auch ganz gut. So, und dieses Gehäuse könnt ihr natürlich auch gewinnen im Zuge des 20-jährigen PCGH-Jubiläums. Das ist das erste Gewinnspiel, das hier auf YouTube für dieses Jubiläum läuft. Und ihr braucht dazu ein Keyword, das blende ich euch jetzt ein. Und genau das ist eben für dieses Gewinnspiel. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg und vielleicht gewinnt ja einer von euch, der gerade zuschaut und hat dann ein neues, schönes Gehäuse bei sich daheim stehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.